Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Valheim. Und ja, ihr seid gerade rechtzeitig, um ins Bett zu gehen. So, ich habe euch ja schon versprochen, ich mache mal hier zur Abwechslung zu. Dann schlafe ich vielleicht ein bisschen ruhiger und träume nicht wieder von brennenden Bäumen und von, keine Ahnung, irgendwelchen Nixen, die mich irgendwie am Grund des Meeres irgendwie auffressen wollen. Ah, sehr kuschelig war ich heute. So, du rennst erneut deinen Kriegern voran, während du die Schwere deines Vaters in den Händen spürst, als du erwachst. Hast du das Kriegsgeschrei noch in den Ohren? Ich habe schon wieder viel zu langsam gelesen. Es ist irgendwie immer, naja, es ist ein Problem von mir. Ich bin eigentlich halbwegs gut ausgerüstet, oder? So, da habe ich alles am Start. Hier auch. Fresserchen ist reichlich. Alles ist repariert. Ich könnte mal noch die... Ich würde jetzt einfach noch mal die Pfeile ablegen. Machen wir einfach mal so. Hier haben wir unser kleines Kistchen. Hier sind so Waffen drin. Und dann würde ich sagen, auf. Warte mal. Erstmal schön Frühstück. So, seid gegrüßt, Krieger. Was zum Geier? Och, Hugin. Nee, der Stein bleibt da liegen, der ist schön. Hallo Hugin, alte Socke. Du hast eine Spitzhacke hergestellt. Der dunkle Wald ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Zinnvorkommen. Okay, ein paar haben wir schon gefunden. Kupfer auch. Und nun geh und beanspruche die Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Ja, wie gesagt, ist ja sowieso keiner mehr da, den es irgendwie kümmert, stört oder sonst was. Ist ja nur das, naja, das übliche Gekrebel, was da so rumrennt. Guten Morgen! Steaks auf vier Beinen! Guten Morgen! Ich frage mich, ob wir die auch irgendwie... Kriegen wir die auch vielleicht ein bisschen zutraulich hin? Wobei, die rennen ja mal weg. Wie kann ich die... Wenn ich jetzt hier hinten... Ein so ein großes... weiträumiges Gatter in bester Lage mit einer köstlichen grünen Wiese quasi verwandle. Kann ich die denn züchten? Rennen die hier rum und ne Knack und so? Ihr versteht schon, was ich meine? Ist das so? Kann man das machen? Ich bin mir unsicher. So, hier ist das eins. Ach so, nee, hier oben haben wir noch Kupfer gefunden. Wenig Zinn. Ich würde da mal hin. Rennen wir mal da hin. Wenn wir uns schon mal die Taschen vollstopfen. Und vor allen Dingen, wir wollten ja in dieser Runde, wollten wir jetzt auch endlich mal ein bisschen bauen. Also, endlich mal ein bisschen bauen. Wir haben ja noch nie gebaut hier. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Wir werden mal... Immer diese Gräulinge. Komm, gib mir... Ach so, huch. Der ist aber weit geflogen. Also, dass wir uns endlich mal ein bisschen in der Metallurgie irgendwie ein bisschen beschäftigen, ein bisschen mehr auskennen. Ich bin richtig heiß auf die Schwerter von den Skeletten. Ich hoffe, die können wir dann auch irgendwie herstellen. Mit einer Keule, schön und gut. Drückt sich jetzt irgendwie nicht so gut für dich, Herr Schwein. Tut mir leid. So, das Holz mit. Ach. Werden wir gucken. Oh, Pilzchen. Werden wir schauen. Oh, komm ran hier. So, wo ist er? Hier ist er zersplattert. So, gib mich. Da ist noch Löwenzahn. Aber ich glaube, da werden wir jetzt heute mal drauf verzichten. Am Ende muss ich den sowieso nur wieder wegschmeißen. Renne ich immer noch in die richtige Richtung. Ja, so halbwegs. Da oben können wir jetzt so hoffentlich gleich auch meine Markierung sehen. Und dann hoffe ich mal... War ein Wildschwein. Entschuldigung.
So, was ich nämlich brauche, das ist definitiv Leder. Oh, Bärchen gibt's auch. Die habe ich schon in meinem Schweinewahn, habe ich die schon wieder übersehen. So, schöne Erdhimbeeren. Das sind die besten. Die gibt's aber nur hier in dieser Welt, in der 10. Welt. So, was habe ich noch am Anfang der Folge gesagt? Ja, heute gehen wir in den Dunkelwald. Jetzt sind ja drei. Oder ist das ein Baumstamm? Nee. So, das da hinten. Ach, und ganz knäppig dran vorbei. Ganz knäppig, habe ich gesagt. So, du auch nochmal. Komm ran hier. So, Nummer uno. Und hier, komm ran. Ah, na komm. Du willst doch auch. Komm. So, richtig geil. Endlich in meiner Tasche. Und dann hier einsammeln. Und hier. Und hier. Sehr schön. Dann habe ich heute nach der anstrengenden Arbeit in der Mine, habe ich dann auch nochmal ein schönes, leckeres Steak, auf das ich mich freuen kann. So, der Hirsch rennt weg, der auch. Wir sind mittlerweile im Dunkelwald. Man erkennt es an den Blaubeeren. Ich frage mich auch, ist das so Substitut für die Erdhimbeeren oder ist das einfach ein bisschen Abwechslung? Der Fluss ist nett. Das ist wirklich nett. Als wir das erste Mal hier waren, habt ihr das ja auch schon bemerkt, der ist nur halbwegs kurz, war. Aber nett anzuschauen. Ich dachte, hier gibt es irgendwie ein paar Nixen oder so. Die mögen ja immer Wasser. Nee, das ist nur stinknormaler Stein, oder? Warte mal, hier ist Zinn. Da ist Zinn. So, Nummer 6. Ah. Geil. Oh, endlich mal wieder ein bisschen upgraden. Und große Frage, kriege ich jetzt immer was dazu, wenn das... Nee. Okay, Zinnerz. Das war jetzt nur ein so ein kleines Teil. Und wir müssen dafür immer in den Dunkelwald. Das wird sehr grindig, das Spiel, oder? Kann das sein? So, Hugin, alte Socke, was hast du jetzt schon wieder? Warum versteckt man sich denn eigentlich immer von mir mit seinen Weisheiten? So, du hast etwas Erz gefunden. Roherz muss zunächst mit Hilfe eines Schmelzofens veredelt werden, bevor es mit Hilfe einer Schmiede. Okay, und einem Schmelzofen zu errichten, benötigst du Sortlingkerne. Diese findest du an dunklen Orten unter der Erde. Zum Glück haben wir schon ein paar. Ich brauche eine Schmiede. Ich hab, Haben wir schon Zugriff auf eine Schmiede? Das ist ja richtig viel Zinn. Geil. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir stundenlang noch durch die Gegend rennen müssen, um hier irgendwie Zinn zu suchen, weil so richtig... Schön. Oh, krass. Und Steine haben wir auch dazu bekommen. Spitzhacke hält. Naja, man kann sehen, wie sie sich abnutzt mit jedem Schlag. Das wird interessant. Das wird wirklich sehr interessant. So. Und ihr so, habt ihr Spaß? Ihr wisst, was das bedeutet, ja? Die nächsten drei Folgen werden wir hier nur durch die Gegend rennen und, in den wunderschönen Sonnenaufgang blicken. Doch, das ist Sonnenaufgang. Da hinten ist mein Ostbalkon. Jo. Das wird jetzt unser Leben sein. Wir werden durch den Wald hotten und hier erstmal richtig schön. Warte mal, apropos. Ist das nur Stein oder ist das Baustein? Ich frag für einen Freund. Das ist extrem massiv. Ich möchte den... Kann ich den knacken? Oder ist er einfach... Ist das unmöglich? Einmal noch. Und ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe, oder? Ich habe die ganze Zeit gerade immer noch auf meine Spitzhacke geschaut und hab... Boah, das ist doch nicht... So, ich bin ja am Arbeiten. Also bitte, wie unhöflich von Ihnen. Das ist ja alles.
Ordnung. So, und irgendwie... Jo. Das war richtig. Nein, ah, was ist doch... Komm ran hier. Geil. Au. Gut, dass ich ein bisschen was gegessen hatte. Mann. Ich glaube, ich müsste gleich nochmal mehr essen. So. Lecker Pilzchen, lecker hier und... Wird hier nicht mehr. Okay. Kann ich rohes Fleisch essen? Verstehe? Ach so. Ich wollte gerade sagen. Ich hab doch gerade irgendwas Räuchen und Schläuchen gehört. Oh, was ist denn hier los? Warum hab ich das nicht mitgenommen? So. Sonst renne ich doch sowieso immer wie ein Staubsauger hier durch die Gegend. So, gib mich Zinn. So. Zum Glück ist das nicht so weit weg. Wie viel habe ich denn jetzt? 21. Was ist das hier für ein Zeichen? Kann man nicht einfach so verwenden, sondern muss man erst... Ist noch ein Roh... Kann nicht teleportiert werden? Was? Das ist so. Was zum Teufel? Ja. Okay, gut, ja, ja. Es war mir. Ja, klar. Ist ja auch unfair, weißt du? Keine Ahnung. Rennst du hier irgendwo rum? Ist ja auch. Boah, Alter. Machst du hier. Machst du natürlich ein Portal? Klar, stellst du dir ins Wohnzimmer? Stellst du dir ein Portal ins Wohnzimmer, dann fährst du direkt quasi runter in den Stollen, lädst da alles ein, kommst wieder nach Hause, stopfst es direkt in den Hochofen. Ist natürlich unfair. Da muss man natürlich zu Fuß hinlatschen, sich die Hosentaschen vollstopfen, um dann irgendwie, keine Ahnung, oh, scheiße, das sieht echt ein bisschen... Keine Ahnung. Wie sieht das aus? Das sieht echt nicht richtig aus. Das sieht überhaupt nicht richtig aus. Ich stelle mich mal hier hin. So, haben wir überhaupt schon... Haben wir Kupfer mitgenommen oder der ist jetzt in dieser Grube drinne? Die Portale. Das Spiel spoilert mich. Huch. Nein, ich bin hier beschäftigt. Bitte gehen Sie woanders hin. Wie auf den Keks. Ja, komm, mach mal mit. Ihr braucht eine Spitzhacke. Mit Steinen und so würdet leider nicht hinhauen. So, komm ran hier. Zwerge. Ja, komm hier. So. Und noch einmal richtig schön reingezwiebelt. Dann nehme ich mir noch den Kram. Und hier, sehr schön. Das kann man immer gut brauchen. Ich gehe mal auch hart davon aus, dass wir... Dass wir auch wirklich alles Holz benötigen, was wir irgendwie auftreiben können. So, jetzt habe ich endlich... Ich kann es nicht mehr mitnehmen. Ich bin voll... wie viel? Er hat 2. Kupfer. Habe ich aufgehoben? Keine Ahnung. So, hier geht es noch weiter. Nehme ich mir doch erstmal den kleinen Stück hier. Dafür sollte doch die Spitzhacke noch ausreichen. So, Steine kann ich mir ja dann auch später mitnehmen. Warum muss ich hier stundenlang auf diesen kleinen Zipfel einhacken? Dankeschön. Warum? Die Natur nimmt sich das auch gleich, wa? Das ist echt krass. Meine Spitzhacke ist gleich im Arsch. Gut, dass ich den Turm da hinten nochmal bearbeitet habe. Aber es ist rein für die Wissenschaft passiert. Rein für die Wissenschaft. So, die ist jetzt im Arsch. Heißt also für uns, wir kommen später wieder. Das sind einfach nur Steine. Ach, das ist wieder das Empfangskomitee. So, komm ran hier. Hm. Au. So, hier, komm ran hier. Komm ran. Na komm. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das klappt immer besser. Das klappt wirklich immer besser. Kann ich noch ein bisschen...
Den Kram kann ich noch mitnehmen. Steine gehen einfach nicht mehr. 299. Okay, gut. Dann renne ich doch mal. Dann. Hallo, können Sie mir sagen, wo noch Zinn? Zinn? Ich brauche Zinn. Kuschelig. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Auf meinem Sterbebett werde ich mich noch daran erinnern, wie das Reh ganz scheu und wild zu mir gekommen ist, um sich streicheln zu lassen. Ach, so gestungen hat es leider, aber es war kuschelig, sehr kuschelig. So, schnell nach Hause. Jörg. Mann, immer ist es, ich bin mir unsicher, ist es speichern oder ist es... Liegt's an meinem Computer? Töffelchen, gib nicht auf, halte noch ein bisschen durch. So, schnell hier mit einem halben Auge so rüber geschielt, immer an die Küste, ob wir nicht noch ein bisschen, Zinn finden. Aber der kleine Dunkelwald, oh da, der kleine Dunkelwald ist schon convenient, definitiv. Warte hier, warte da. So, hier ist noch ein bisschen Zinn. So, sehr schön. Das werdet auch wiederfinden. Da hinten ist, glaube ich... Oh ja, hier ist auch noch was. Sehr schön. Hirsche sind auch noch da zum Knuddeln und Liebhaben. Sehr schön, ich freue mich. Nee, da ist auch nicht mehr, oder? Ist das hier noch was? Oh, da ist ja auch noch was. Okay, gut. Auf der Hintour einfach mal hier richtig schön am Wasser lang flanieren. Das war sehr intelligent hier. Hui, ich kann nicht springen, warum? Ich konnte überhaupt nicht springen. War ein bisschen zu... Ja, eigentlich bin ich nass. War ein bisschen sehr spät wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Die gehen noch. Die gehen noch. Sehr schön. Ja, so eine Himbeere geht immer. So. Kommen Sie ran hier! So. Eine längere Axt wäre auch nicht verkehrt. So, das geht auch. Sind denn noch mehr? Geil. Dann, habe ich jetzt auch total den Umweg genommen, war? Kann das sein? Ja, irgendwie, naja. Hätte man auch ein bisschen gerader laufen können. Aber der Dunkelwald ist vorbei. Gut, wissen wir jetzt auch schon mal Bescheid. So, dann rennen wir mal nach Hause und schwitzen uns noch mal einen ab. Hier liegen noch ein paar Feuersteine rum. Oh, geil. Ja, ist doch gut. Ich will... Was ist denn... Oh, Entschuldigung. Ah, weil ich fast über die Nitze gestolpert. Manno. Na komm, gut, wenn er... Wenn du so nett fragst, ich nehme dich und dein Kumpel, ich nehme euch alle mit. Kein Problem, kein Problem. So, Nixenschwanz geht auch noch. Was zum Teufel, ich alle noch mitnehmen kann? 5 Millionen Pilze kann ich nicht mehr mitnehmen, verdammte Axt. Kann ich irgendwas rausschmeißen? Irgendwas, was jetzt hier zum Beispiel die... Diese Stein... Ach komm. Das sind einfach zu viele Pilze. So viele gibt's davon irgendwie nicht. Und die sind immer so random. Ich wünschte, wir könnten die irgendwie anbauen. Also vielleicht können wir das noch. Aber wir können noch nicht anbauen. Das weiß ich zumindest. So, da ist noch ein Wildschwein. Wir können noch ein Wildschwein mitnehmen. Hast du ein Glück? Komm hier, komm ran! Ja, und du auch! Au! Wie? Also bitte! Ich will doch nur euer Bestes, also das Fleisch und das Fell. Mehr möchte ich doch gar nicht. Geil, das lohnt sich ja richtig. Und die Wildschweine hocken immer gerne bei Pilzchen ab. Hier ist ja was hier los. So, Nummer 1, Nummer 2. Dann hab ich schon, oder? Und in der Hoffnung, die respawnen wieder. Nehme ich mir das kleine Ferkelchen hier auch nochmal mit. Holz, nee, muss nicht unbedingt sein. Das letzte ist da hinten. Ach komm.
Lassen wir mal leben. Eventuell können die sich ja auch über Mitose, können die sich ja auch nochmal selbst... Oh, komm her! Können die sich jetzt auch nochmal selbst so zellteilungsmäßig nochmal vermehren. Vielleicht auch so. Lassen wir noch eins da. Das können wir dann auch später dann einsperren. Um es dann lieb zu haben. Ich möchte es einfach nur lieb haben. Mit meiner Axt. So, die einzige Liebe, die ein Wikinger versteht. Die Liebe mit und zu seiner Axt. So, Schatz, ich bin zu Hause. Ihr könnt was zu essen vertragen. Was ist denn hier los? Ja, eine schon vom Feuer. Ich war die ganze Zeit draußen. Ich hab Zinn und Erze besorgt und allen Schnick und Schnack. Da könnte doch wenigstens hier mal ein schönes Steak irgendwie auf dem Feuer hängen. Immer noch keine Ahnung. Das werden wir dann irgendwann erfahren. Ich wollte reparieren. Bogen repariert, Lederhelm. Ja, die Axt kann man... Ja, die Axt, ich sag immer Axt. Die Spitzhacke, die kann man natürlich auch reparieren. Man kann aber partout nicht... Ich sehe zumindest nicht. Nö, taucht einfach nicht auf. Heißt also für uns, ich sortiere jetzt erstmal ein bisschen was ein. Ein bisschen was. So, noch ein Schwänzchen, noch davon. Lecker, lecker, lecker. Ich habe reichlich... Ne, davon habe ich nichts. Aber ich habe wieder reichlich Felle gegriffen. So, hier oben haben wir noch ein bisschen Harz. Und ein bisschen Holz. Das sieht auch sehr... Das sieht sehr überschaubar aus. Wirklich sehr überschaubar. Und dann... Ach nee, haben wir hier mit reingeschmissen. Eventuell brauchen wir auch noch mal eine Obstkiste. Das nimmt hier langsam überhand. So. Stell mal einfach zu. Das ist gut, ich mache das. Dann, oh. Davon könnte ich da auch noch mal ein paar loswerden. Dann haben wir auch noch mal einen Stack. Und hiervon auch die Hälfte. So. Alles für die Schweinchen. Ich denke sofort an die Schweinchen. Wenn ich Pilze sehe, dann... Dann sofort Schweinchen. Die Ausbeute war echt nicht so aufregend. Ach, wir müssen uns extrem leer machen, habe ich das Gefühl, oder? So, das Ding hier rein. Gut, dann heißt es jetzt... Erstmal gucken. Erstmal gucken. Ich kann einen Schmelzofen und einen Kohlenmeiler herstellen. Sonst... Sonst sieht es sehr mager aus. Schmiede. Schmiede irgendwie nicht. 5 Sotlingkerne. Auch 5. Ach du Scheiße. 20 Steine. Jeweils 20 Steine und 5 Sotlingkerne. Gut, dass ich die Steine hinten weggeworfen habe. Ich hoffe, ich habe noch genug. Einmal. Ja, nur gerade so. Gerade so. Verdammt. Mensch, ey. Jetzt muss ich aber... Das ist doch Holz. Ja, okay. So, jetzt mal 5. Was baue ich zuerst? Was baue ich zuerst? Vor Schreck. Kohlenmeiler, Schmelz... Ich brauche einen Kohlenmeiler erstmal, wa? Bestimmt. So, heißt also, wo wollen wir jetzt die industrielle Revolution anfangen? Aha. Jetzt ist eigentlich... Weiß ich nicht. Eigentlich nirgendwo. Also hier oben sollte unser Stall hin. Hier an diesen Stein. Hier ist es halbwegs eben. Hier muss ich nicht so viel arbeiten. Vielleicht hier doch irgendwie da so fällt oder da so fällt oder weiß ich nicht. Oder hier so? Ja, wahrscheinlich eher hier so. Das fällt dann hin. Schön nah dran. Da kann man hier richtig schön rausgucken. Dann sieht man hier die schöne
die schöne Lichtung, die wir uns hier gebaut haben. Wo stellen wir jetzt den rußigen, alten, stinkigen, qualmenden Hochofen hin? Direkt hier neben die Bienen. Ich glaube, dann schmeckt der Honig richtig gut. Oder hier neben unsere Schweinefarm. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann haben die Schweine immer so ein schönes, graues, rußiges Fell. Also so ganz gesund. Dann sehen die immer ganz gesund aus. Und dann schmecken die wahrscheinlich auch nochmal richtig gut. Wegen den Raucharomen. Ach, gute, gute. Wo zum Geier? Das ist immer das Problem. Irgendwie bei Open World, man hat immer die Qual der Wahl. Es ist echt immer, es ist grausam. So, hier sollte ja, hier wollten wir ja Steg hinbauen. Hier wollten wir ja so eine Art Steg hinbauen. Ja, hier so, weiß ich nicht, über den Stein oder über den, vielleicht scheinlich eher über den hier. So, hier wollen wir ja so ein bisschen Anlegeplatz machen. Dann könnten wir natürlich hier runter. Auf der Seite haben wir keine Fenster. Ja, warte mal. Ihr wisst, was das heißt, wa? Dir wird wärmer. Sehr schön. Ich fange an zu frieren. Mir wird wärmer, ich fange an zu frieren. Okay, gut. Gemütlichkeit. Ach, kennt keine Grenzen. Edda, ich habe... So, meine Hacke. So, machen wir einen auf diesen. Jetzt fange ich schon wieder an zu frieren. Vielleicht sollte ich das auch im Hellen machen. Heißt also, im Hellen wäre ja fast schon nächste Folge. Das wäre natürlich dann auch nicht so aufregend. Heißt also, warte mal. Also, hier direkt neben dem Haus definitiv nicht. Der Baumstamm könnte so ein bisschen Grenze sein. Den können wir ja auch mal weghacken. Ja, ich glaube, der stört hier auch mehr, als er, dass er irgendwie hier... So, dann ist der schon mal weg. Hier sind eine Million Steine. Ungefähr hier so kommt der Steg hin. Da kommst du hier so runter. Und ich könnte das auch direkt neben das Haus stellen. Ja, nee. Nee, danke. Nee, das kann ruhig ein bisschen Abstand haben. Am Ende qualmt mir die Bude voll. Dann kann ich nicht mehr schlafen, weil ich dann ersticken muss. Also würde ich sagen... Da frei, hier so Steg. Also dann da so hin. Heißt also, ich mache mir hier... Ist auch nicht so weit weg. Also mache ich hier mal ein bisschen... Ein bisschen Begradigung. Ungefähr auf der Höhe. So. Ungefähr hier so. Ungefähr hier so, oder? Ja. So machen wir das hier so. So, ich sehe jetzt zwar nicht so viel und ihr wahrscheinlich noch weniger. Aber ungefähr, ja komm, so ist es in Ordnung, oder? Echt hier, diesen kleinen Hügel noch ein bisschen. Oh, was ist da hinten los? Ich glaube, das hackt. Ja, kommen die hier angeschissen? Was zum Teufel? Komm ran hier. Der was? Krautzwerg? Warum? Wo kommt. Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Und warum? Warum zum Geier? Warte mal, eine Sekunde. Meine. Was? Eine Werkbank. Diese hässlichen. Ich glaube, das hackt. Ich will hier einfach nur fröhlich vor mich hinbauen und ein bisschen Spaß haben. Und was machen die? Die kommen hier angeschissen. Wirklich, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So, ich würde... Warte mal, ich drehe mal. Ungefähr so. Ungefähr so. Unternehmen kann ja dann noch der Dings. Okay, dann ist der Meiler ist denn hier. Muss jetzt aber auch wohl platziert sein. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Bett. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Bett, damit hier mal ein bisschen. Damit hier mal ein bisschen Sonne. Ein bisschen Sonne scheint, wie ich was sehe. Und vor allen Dingen, wenn ich das Ding abreiße. Ich habe
Gefühlen kriegt nicht alle wieder, oder? Ah, da wäre nicht so aufregend. Sogling-Kerne wachsen jetzt nicht unbedingt wie Rehe hier an den Bäumen. So, ich bin in... Okay, gut, ja, wir haben überhaupt nicht geträumt. Tag 30. Ein ganzer Monat schon hier im Limbo. Aber wir haben es ja eigentlich, ganz gut. Es ist ja halt überhaupt kein Problem. So, das ist so halbwegs... Ja, ist so halbwegs nett. So, da kommt man hier vom Steg runter. Das kann man hier noch ein bisschen einebnen. Oh, apropos einebnen. So, damit es hier ein bisschen organischer ist. Das kriegt ja die Natur irgendwie nicht so richtig hin hier. Genau. So, dann kommt man nämlich hier richtig schön runter. Da kann ich noch einen Steg drüber bauen. Und dann kommt hier... Dann kommt jetzt hier der Ofen hin. Der hat den Eingang da lang. Sehr schön. So, machen wir einen auf diesen. Und daneben haben wir ja noch... Ja, daneben ist reichlich Platz. Ich hoffe, ich bereue das jetzt gerade nicht. So, wie sieht das aus? Und der funktioniert jetzt wie? Oh! Oh, ich habe das Gefühl, es hat einen Sinn gehabt oder einen Grund, dass ein Tier jetzt nicht mehr unter uns weilt. In den Kohlemeiler kommen 25 Holz rein. Das heißt also, der Wald hier wird demnächst ein bisschen umdekoriert. Aber ich mag ja mehr so den freiläufigen Blick. Ja, ich glaube mal, da werden wir... da werden wir wohl... in der nächsten Folge... werden wir doch mal schön in den Wald hotten. Und ja, noch ein bisschen Holz besorgen, wa? Und vor allen Dingen noch ein paar Sogling-Kerne. Wir haben reichlich zu tun. Wir müssen in den Dunkelwald. Da hinten haben wir ja noch einen Dunkelwald gefunden. Vor allen Dingen einen Dungeon. Ich hoffe, da finden wir noch ein paar Sogling-Kerne. Für den Schmelzofen. Und dann ist wieder die große Frage, wie zum Geier kriegen wir dann eine Schmiede hin? Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen Metall einschmelzen und dann kriegen wir die Schmiede einfach so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, das ist einfach so. Ja, bis dahin habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.